So, ich bin zurück mit dem Karton. Entschuldigung, da gab es einen kleinen Break. Ich bin aus Versehen auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich nur kurz auf Mute drücken, damit ich hier nicht so viel Lärm mache. Aber ich hole mir jetzt den quasi X-Achsenmotor. Das ist der hier. Und dann habe ich noch einen E-Motor für den Extruder dann übrig. Den brauchen wir später. Dann machen wir eben Lärm. So. Dann haben wir den Motor, dann brauchen wir das andere Pulli, was noch übrig ist, das haben wir hier, und dann brauchen wir noch mal ein Stück Glasfaser verstärkte Pinnen. Den hole ich mir auch gleich noch dazu. Der Zahnriemen für die X-Achse ist ein wenig länger, der ist laut Angabe 56, also 561 mm lang. So, und weil ich keine Schere mitgenommen habe, mache ich das später. Erstmal beiseite legen. Macht nichts. Wir können es uns trotzdem vorbereiten. Der Motor hat Husser, ist der markiert. Hier ist er nicht markiert. Hier haben wir nur diesen kleinen Löppel. Diesen macht man, glaube ich, auch Vögel rum, um sie zu markieren. Den kleinen Markierer, da steht X drauf, deswegen weiß ich, was das Motor ist. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Schrauben, M3x12. Irgendwie müssen wir das Ding dann auch gleich festschrauben. Die haben wir hier. Und für den Pulli brauchen wir hier unseren 1,5er. Ne, das ist sogar ein größerer. 2,5 ist zu groß, wir brauchen 2er. Der 2er passt. Dann brauchen wir 2er. Im Buschschlüssel. So. Das Pulli wird recht einfach montiert. Kabel schaut von euch weg. So rum. Richtet die Welle aus, damit die Nut zu euch guckt. Und dann könnt ihr draufsetzen. Bis Anschlag ist fast ein bisschen viel, was so ein klein wenig Platz rein. Ihr könnt das später noch gar fein ausrichten. So viel Zeit gibt es auf jeden Fall. Und Platz hat man auch. Also es sollte so ein kleiner Spalt, ein Millimeter oder was, sollte auf jeden Fall da sein. Kann da auch schief gehen. Könnt ihr festdrehen. Und dann habt ihr den Part auch schon erledigt. So, ist fest. Der Achsenmotor selber. Der wird jetzt wie aufgelegt, so rum. Könnt ihr ganz einfach sehen, ihr habt hier auf der X-Achse eine Beschriftung. F4, R4, je nachdem. Und der Motor schaut zu euch, das Kabel reicht schräg von euch weg. Seht ihr, dass das wie im Trapez aufgelegt ist. Damit könnt ihr dann das Teil von oben auflegen. Wenn ihr es mittig ausrichtet, passen dann genau von oben die Schrauben eben nach. Ich zeige euch das einmal. Die Schrauben durchlassen. Das Grad hält. Da seht ihr, die Schrauben schauen hier durch. Jetzt vom Motor aufladen, kann ich das einfach festziehen, wenn ich es denn getroffen habe. Ich habe nicht getroffen. Einmal. Zweimal. Zieht das anständig fest, damit später keine Klagen kommen. Druckteil nicht zu fest, ganz klar, aber es darf schon wirklich
bisschen mehr als handfest sein, finde ich. So. Und damit ist das Teil montiert. Und das Stückchen auf der Stelle fertig. Jetzt hier mein Druckerwehr, der auf die andere Kamera guckt, gibt das wieder so auf. Und so schaut das Ganze dann am Drucker aus. Hier dann den Motor entsprechend aufmontieren können. So. Dann würde ich sagen, kurze Unterbrechung, also ein kurzes Video hier, hol eine Schere und dann schneiden wir den Riemen zurecht und sagen wir gleich einmal ein. Bis gleich. Oder nö, wir machen nur eine kurze Pause. So, kurze Pause vorbei. Jetzt können wir uns den Riemen entsprechend abschneiden. 56,1, sagt hier Prusa. Hier. Zack. Bisschen was übrig, gucken und dann schauen wir weiter. Das Ganze führen wir dann einmal über den schon eingebauten Pulli und klemmen das an der oberen Leiste entsprechend fest. Können wir das auf der Seite auch noch. Müssen wir jetzt über die Gesamtlänge einmal einfügen. Passen, der muss hier einmal durchlaufen. Also noch nicht klemmen, ne? Ich zeige euch das gleich mal. Ihr habt hier so eine Absparung, das sieht man ganz gut. Durch die lasst ihr es durchlaufen. Und dann könnt ihr herum quasi gehen. Da wir hier jetzt im Inneren durch das Motorpulli auch noch mal durch müssen, beziehungsweise brauchen wir das ja gar nicht. Einmal die volle Länge, kommen einfach zur anderen Seite wieder raus. Ich nehme so hier meinen Schlüssel und schiebt das so ein bisschen nach. Keilt, oh, ich sehe schon. Habe ich so ein kleines bisschen verkeilt gehabt. Das korrigiert einmal. Zähnen quasi vorbei. Und wo häng ich? Wo häng ich? Und warum? Jetzt bin ich. Manchmal. So, dann kommt ihr quasi hinten raus. Der Gegenseite. Und auf der anderen Seite wieder durchschieben. Und das ist dann vorne rauskommen. Achtung, vergesst nicht, da drin sind die Motorschrauben, ja, dass ihr da drin nicht hängen bleibt. Und der Pulli im Nachgang dann auch entsprechend fest ist. So. Dann kann man so ein bisschen leichte Vorspannung drauf geben. Wirklich leicht. Und das Ganze in den Spannung bringen. Und das sieht dann so aus. Ist dann schon drin.
Klar, ist jetzt noch nicht gespannt, das machen wir dann. Über die äußere Führung, über den Endstopp, darüber spannen wir dann letztendlich den Riemen. Wir gehen weiter. Dann gucken wir, ob unsere Riemen alle gut sitzen. Kann man so ein bisschen mit dem feinen Werkzeug, also ich habe hier den 1,5er Imbusschlüssel, der passt bei mir hier genau gut rein, kann man das so ein bisschen nachspannen bzw. einlegen. Ich sehe gerade, da passt mir hier noch nicht mit dem, mit den Verzahnungen. Deswegen mache ich das einmal noch mal kurz raus. Das einfach mal rein. Und leg das dann einfach noch mal ein, damit es da wirklich schön drinnen sieht. Drinnen liegt. Und ich keine Probleme drin habe. Und das schön von außen auch spannen kann. So, jetzt ist das besser. Schiebe ich da einfach nur so ein bisschen rein. Zack, zack. Dann sitzt das auch drinnen. Und dann sind die auch gerade auf dem parallel zueinander. Nicht, dass wir irgendwie hier reinkriegen. Ja, Eingängigkeit haben wir an beiden Seiten. Da hinten auf. Läuft schön. Tja. Da wir keinen Original-Prusa haben, haben wir auch keine Gummibärchen dabei. Weiß auch nicht, wie Gummibärchen aus China schmecken. Von da. Vielleicht habt ihr ja von euch mal welche, jemand welche. Bereiten wir uns einfach das nächste Teil vor. Und zwar brauchen wir noch Abdeckung für den Motorschlitten oder beziehungsweise für die Z-Achse. Da müssen wir auch noch mal ein paar Muttern reinpacken. Und zwar eine viereckige. So viele dann normale Muttern, keine selbstsichernden, zwei Stück brauchen wir, ein paar Schrauben. Stück, eins, zwei, dann brauchen wir Schrauben. Ein 3x30 hatte ich in dem Konstrukt noch gar nicht. Aus meiner Packung erstmal aussuchen. M3 x 20. Da habe ich ein 3x4, für was die immer sind. Ich glaube, das heizt wird später mal. 3x10, M3 x 30. Hier. M3 x 30, 4 Stück. 1, 2, 3. 4 Stück. Und dann brauchen wir noch zwei 1x20. Hab ich schon ein paar Mal benutzt. Die Seite. Ja, was machen wir mit dem Motorteil? Beziehungsweise mit der Abdeckung? Sieht übrigens so gedruckt aus. Das ist, glaube ich, das häufigste Druckstück, das ich am meisten gedruckt habe. Weil mir diese Rillen, ich weiß nicht, seht ihr das auf der Kamera? Da sind so Rillen drin, so Querrillen. Und die sind arschglatt, ja, aber ich dachte, ich bekomme die irgendwie weg, aber kannst du gar nicht wegbekommen. Ich habe mir dann sogar ein Stück vom Original-Pruser angeguckt, da ist das tatsächlich auch so. Also, ich habe das Teil bestimmt, ach, 10, 11 Mal gedruckt. Einfach weil es mir noch nicht gut genug war. Und dann festzustellen, dass das einfach so auch so ist. Ja, also es lässt sich nicht ändern. So, dann wir die Muttern dann auch rein. Und ich einen größeren Schlüssel, den wir von oben drauf drücken können, ohne das Gewinde zu zerstören. Der müsste passen.
So. Eine. Gut, hier rein. Ups. So, sitzt drinnen. Probiere ich an, aber die zieht sofort gut an. Passt also. Gut, haben wir das vorbereitet. Was müssen wir also tun? Wir brauchen im nächsten Schritt den ganzen Drucker. Und damit müssen wir ein bisschen was schrauben. So. Guck ich mal, wie ich Platz für euch herkriege. So, wir müssen an dem Drucker. Sieht man das gut von der Kamera? Ich glaube, das sieht man gut. Von oben sieht man jetzt leider nicht so viel. Ich ein Stückchen runterdrehen. So beidseitig sieht. Naja, jetzt kommt es langsam ins Bild. Müssen wir halt dann wieder hochdrehen. Schraubenschlüssel weg. Ein bisschen hin zu euch. Also, was wir jetzt machen, wir montieren einfach den X-Achse, die wird aufgesetzt. Aufgesetzt habt. Gegenplatte. Die hat unten eine Nut. Dass ihr für die Trapezmutter dann auch eine Aussparung habt, könnt ihr das von hinten anpressen. So. Bekriegt, sieht das dann aus. Ja. Und damit das dann jetzt komplett passt, sichern wir diese Muttern über Kreuz. Das heißt, wir drücken das einmal gegen, und dann schrauben wir großen M330 hier üben ein. Über Kreuz, damit ihr nicht zu viel Kraft auf die einzelnen Teile raus übt und ihr keinen krummen Baum quasi haben. Keine krumme Z-Achse und keine krumme X-Achse. Ein bisschen nachkorrigieren können wir immer. Das hat bei mir schon gegriffen. Kann ich jetzt anziehen. Macht das wirklich mit viel Gefühl. Dann kann man so ein bisschen auch in die Flucht reingucken. Hier auf das Gerade zum Spanner, zum Eidler, ob das gerade sitzt. Und dass auch der Baum hier so gerade sitzt. Eure X-Achse. Könnt ihr weiter ausziehen. Jetzt gefällt er mir sehr gut. Wirklich ein schöner Drucker.
mir bisher sehr viel Spaß, den zusammenzubauen. Ein schöner Klon. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen die Farbe. Ja? Das könnte man mit einem normalen Poser natürlich auch tun. Sich aber nicht. So. Ich schraube das jetzt so ein bisschen hoch, weil wir müssen jetzt unten diese Stabilitätsmutter auch einmal fixieren und da hätte ich das gerne dann in der richtigen Höhe. Das heißt, einmal weggedreht von mir. Ihr seht das gleich in der Kamera. Und jetzt drehe ich den Drucker ein Stückchen hoch. Die Trapezmutter hat unten so Löcher, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Schraubt da eben. Die Schraube an. Das Ganze mache ich beidseitig. Dann ist das auch fixiert und dann kann man das auch festschrauben. Ein bisschen ans Feintuning machen, damit diese Welle auch läuft. Keine komischen Geräusche so von sich gibt. Zack. Ja, läuft super. Besser als erwartet. Sehr schön. Gefällt mir. Einmal nachziehen. Kontrollieren, ob noch alles passt, wie es in der Flucht sitzt. Der Riemen springt wegen dem Motor. Das müssen wir jetzt gleich nachspannen. Der ist ja, hat keine Spannung. Und Schraube am Trapez unten festschrauben. Sich löst mal durchs Fahren. Wird eh nach den ersten paar Druckstunden. Würde ich hier nachziehen. Zu der Schraube. So. Ja, im Prinzip war es das. In der Kamera sieht man das. Oben ist das Kabel jetzt durchgeführt. Wir haben den quasi in die X-Achse montiert, die Z-Achse ist montiert. Ich habe auch schon angefangen, die Kabel zu legen. Dann haben wir noch ein oder andere Teil, was wir hier versorgen müssen. Bei mir sind Kabelmanschetten dabei, so Kabelsleeves, die werde ich jetzt dann hier benutzen, um ein oder andere Kabel dann entsprechend zu führen. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, sind wir soweit. Müssen dann noch den X-Achsenmotor unten anstimmen und die Riemen spannen. Das müsst ihr selber machen, das müsst ihr auch sagen. Haben. Da mache ich kein Video von. Ich würde sagen, für den Extruder sehen wir uns dann noch einmal. Und hier habe ich mich nämlich für den Feistec-Klon entschieden und habe die Teile für den Original-Extruder nicht gedruckt. Das habe ich noch nie probiert. Möchte ich mir einmal gucken, wie es funktioniert. Lange. Heizbett müssen wir noch machen. Ich bin gespannt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Vergesst das Liken nicht. Ciao. Und freue mich aufs nächste Video mit euch. Ciao.